Darf ich mich vorstellen? Angelo, Bote Gottes. Mein Name und gleichzeitig meine Mission. Wir schreiben das Jahr 2020 und ich bin froh, dass nun endlich Feierabend ist. Diese Arbeit als Regalauffüller in der Getränkeabteilung ist ein echter Knochenjob. Tag aus, Tag ein, Leergut raus, volle Kisten rein. Gut, dass mein Chef mir Flügel verliehen hat. Was hier auf der Erde so abgeht, besonders im Dezember, wenn die Menschen Weihnachten feiern, ist schon echt krass. Sie schleppen sich fast zu Tode mit all den vielen Geschenken und den vielen Speisen und Getränken. Viele übernehmen sich völlig und kaufen Dinge, die sie eigentlich gar nicht bezahlen können. Schokolade, teure Pralinen, edlen Schmuck und sogar Sekt mit Blattgold drin. Aber wenn ich in ihre sorgenvollen Gesichter sehe, wird mir ganz anders. Es scheint, als hätten sie die wahre Geschichte von Weihnachten gegen Glitzerkram eingetauscht. Die Sorgen in diesem Jahr und die Angst vor dem Virus bringen das ganze System ins Wanken. Nichts scheint mehr sicher zu sein. Auf was oder wen kann man sich schon noch verlassen? Das ist der Grund, warum ich hier im Einsatz bin, mitten im Geschehen. Fürchte dich nicht, ist meine Botschaft, so wie damals beim ersten Weihnachten. Überhaupt ist vieles wie damals. Die Menschen in Israel mussten sich auf immer neue Verordnungen einstellen und diese befolgen, ob es ihnen passte oder auch nicht. Viele waren wütend oder einfach nur müde vom Druck und den Zwängen. Die Freude und Leichtigkeit am Leben, wo war sie nur geblieben? Der Kaiser in Rom hatte nun einen neuen Beschluss gefasst. Alle Bewohner Israels mussten in die Stadt gehen, aus der ihre Familie stammte. Es gab keine Autos wie heute und noch nicht einmal Fahrräder, geschweige denn E-Bikes. Wer wohlhabend war, hatte einen Esel als Lasttier. Das war's auch schon. So kam es, dass Maria und Josef sich auf den Weg machen mussten. Maria und Josef? Wer das ist, willst du wissen? Und was damals geschehen ist? Am besten, ich erzähle dir nun die ganze Geschichte. Ich fange mal an mit den Engeln. Uns Engel gab es ja schon immer. Ja, ich meine wirklich immer. Immer und ewig. Zeitlos ist unser Wesen und unsere Message. Ja, sorry, wir kennen auch keine Sprachbarrieren oder andere menschlichen Grenzen. Große Entfernungen, Kontinente und Meere, alles kein Problem. Wir sind ganz schön viele, ein riesiges Heer. Wenn du mehr über uns erfahren willst, lies einfach nach in der Bibel. Dort findest du auch die Botschaft, die direkt an dich gerichtet ist. Fürchte dich nicht. Fast immer, wenn wir auftauchen, erschrecken die Menschen erstmal. Damals, im Jahr 0, zur Zeitenwende, waren wir besonders oft auf der Erde unterwegs. Eben mit dieser Botschaft. Fürchte dich nicht und Friede sei mit dir. Gott, der Herr, wollte endlich seinen Plan zur Rettung der Menschheit in die Tat umsetzen. Wie schon erwähnt, es ging schlimm zu auf der Erde. So schrecklich, dass er es nicht länger mit ansehen wollte. Dazu sollte ein Wunder geschehen. Er selbst wollte Mensch werden, um die Trennung von ihm zu überwinden und das verlorene Heil wieder zurückzubringen und so ein für alle Mal Frieden zu stiften auf der ganzen Welt. So sandte er uns zuerst zu einer jungen Frau,
zu Maria. Sie hatte er auserwählt. Nun hören wir, was im Lukas-Evangelium geschrieben steht. Lukas 1, Vers 26 bis 38. Gott sandte den Engel Gabriel nach Nazareth, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte: Sei gegrüßet, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Es ist einfach schrecklich. So ein Aufruhr. Reicht es noch nicht? Jetzt sollen wir uns auch noch in diese Steuerlisten eintragen lassen. Jeder, keine Ausnahme und ohne Rücksicht auf Verluste. Meine Familie kommt aus Bethlehem. Das liegt im Bergland von Galiläa. So ein weiter Fußmarsch. Und Maria in ihrem Zustand. Oh weh. Wie können wir das nur schaffen? Dazu ist gerade Regenzeit und die Reise damit noch gefährlicher. Wo wird unser Kind zur Welt kommen? Was rede ich da, unser Kind? Es ist ja Gottes Kind und ich nicht mal sein richtiger Vater. Eine unglaubliche Geschichte. Als die Maria mir gesagt hat, sie sei schwanger und es sei Gottes Kind, dachte ich im ersten Moment, sie hält mich wohl für einen gutmütigen Volltrottel. Ist ihre Fantasie mal wieder mit ihr durchgegangen? Aber wenn es stimmte? Sie sah so glücklich aus. Trotzdem, nie und nimmer hätte ich das geglaubt, wäre da nicht dieser Engel gewesen. Noch nie in meinem Leben habe ich solch eine Erscheinung gesehen. Die ganze Atmosphäre im Raum war aufgeladen mit einer unbeschreiblichen Energie. Und da war es wieder, dieses Licht, das ich auch in Marias Augen gesehen habe. Nun, dieser Engel hat mir dann genau gesagt, was ich tun soll. Und seither steht für mich fest, ich werde bei Maria bleiben und alles Menschenmögliche tun, um die beiden zu versorgen. Gott selbst ist mit uns, unter allen Umständen. Gott will unter uns wohnen, mittendrin. Und das möchte ich glauben. Trotzdem mache ich mir große Sorgen,
wie das alles geschehen soll. Ich darf mir nur nichts anmerken lassen, denn da kommt Maria. Ich staune immer wieder über sie. Dieses stille Leuchten, das sie umgibt. Sie freut sich so sehr. So, jetzt brechen wir auf und machen uns auf den Weg. Geschlossen. Die Herberge hat geschlossen, habe ich auf eine Schiefertafel geschrieben. Widerwillig und mit einer gewissen Abscheu hänge ich sie an der Glastür der Rezeption, prüfe den Schlüssel, ob er auch umgedreht ist. Zu. Warum eigentlich? Man kann doch auch mal vergessen, den Schlüssel umzudrehen. Also drehe ich ihn um. Offen. Wieso hängt denn dieses seltsame Schild da? Ist doch gelogen. Ich hänge es ab, weiß doch eh jeder, dass ein Beherbergungsverbot verhängt wurde. Was ist, wenn jemand total durchgefroren, verzweifelt eine Übernachtungsmöglichkeit sucht? Wäre das nicht unterlassene Hilfeleistung, ihn abzuweisen? Tatsächlich, da kommen zwei mit Gepäck. Mit tropfnassen Haaren. Sie kommen näher. Sehen das Licht, sehen mich. Die Blicke treffen sich. Das ist eine junge Frau. Sie ist schwanger. Ich halte das Schild an die Scheibe. Sie lesen. Ich schreibe auf die Rückseite. Wieder treffen sich unsere Blicke, geöffnet. Die Regentropfen schlagen ihr ins Gesicht. Ich meine, es sind Tränen dabei. Ich wende die Tafel. Sie wenden sich ab. Weiter der Straße folgend. Ich sehe ihnen nach. Stelle mir vor, wie werden sie die Nacht verbringen? Unter einer Brücke? Ihre Schritte sind langsam, aber nicht schwer. Ich meine, eine gewisse Leichtigkeit zu erkennen, ein Tänzeln. Die Silhouetten werden undeutlich. Ich öffne die Tür, folge ihnen. Kommt rein, zieht euch was Trockenes an, wärmt euch. Setzt euch zu mir an den Tisch und esst. Woher kommt ihr? Wo wollt ihr hin? Wann wird das Kind kommen? Aber ich darf euch nicht beherbergen, es ist verboten. Ich darf aber euch mit in meine Wohnung nehmen. Zwei Familien sind doch erlaubt, oder? Lukas 2, Vers 6 und 7. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. Keine Ahnung, wie wir bis hierher gekommen sind. Nur eins kann ich sagen. Ich bin Gott froh, dass wir dieses Plätzchen hier gefunden haben und mein kleiner Jesus das Licht der Welt erblicken durfte. Ganz schön verrückt. So sehr hatte ich mir eine Hausgeburt gewünscht in meiner vertrauten Umgebung. Ich war ganz geschockt, als ich vor einigen Wochen die neuesten Verordnungen hörte. Was sollen wir? Nach Bethlehem reisen? Nein, das konnte doch nicht sein. Diese Gemeinheit konnten sich nur wieder diese Römer einfallen lassen.
Das waren ja nicht nur Gebote, es waren knallharte Gesetze, die notfalls mit Militärgewalt durchgesetzt werden. Nun, uns blieb also nichts anderes übrig. Auch wir mussten los und uns in Steuerlisten eintragen lassen. Ich, hochschwanger, diese weite Wegstrecke. Gut, dass mein lieber Josef so ein fleißiger, fürsorglicher Typ ist. Er hat alles, was wir für die Reise brauchten, zusammengepackt und so machten wir uns auf den Weg. Mindestens 32 Stunden brauchen normale Wanderer für die Strecke zwischen Nazareth und Bethlehem. Wie lange würden wir dafür brauchen? Würden wir es doch vielleicht wieder zurück nach Hause schaffen zur Geburt? Ich wusste es einfach nicht. Es ist ja mein erstes Kind. Und schon die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist. Ein Geheimnis des Lebens. Gott selbst hat mir dieses Kind in den Schoß gelegt. Mein Gott, wieso gerade ich? Wie kann das sein, dass du mir dieses Kind anvertraut hast? Muss zugeben, manchmal war das ganz schön grenzwertig. Diese Begegnungen mit den Engeln, die Gespräche, dass du dich von deinem Himmel her aufmachen möchtest, um selbst Mensch zu werden? Dein hilfloses Kind? Und nun liegt dieses Wunder in meinen Armen. Ich kann nur staunen. Der Retter der Welt, mein Jesus. Und so geschah es, als in dieser besonderen Nacht das Kind in Bethlehem geboren wurde, gab es im Himmel ein Freudenfest. Lichterglanz und Sternenstaub, Jubel, Tanz und lautes Lachen waren überall zu hören. Kaum zu fassen, Gott hat seinen Himmel verlassen und den Zugang zum Paradies wieder geöffnet. Es war einfach gigantisch. Ich meinte wirklich gigantisch. Solche Freude kann man sich hier auf der Erde kaum vorstellen. Diese dynamische Kraft wie ein Feuerwerk, dieses Glänzen und Strahlen in allen erdenklichen Farben und ein tief durchdringender Friede. Einfach himmlisch. Nun sollten wir aufbrechen, die ganze Welt soll von dem Wunder der Weihnacht erfahren. Die ersten, die wir erreichten, waren die Hirten auf dem Feld. Lukas 2, Vers 8 folgende. Die Hirten auf dem Feld. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie.
Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. So machten sie sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ja, und seither ist die Verbindung zu Gott wieder möglich und die Tür zum Paradies nicht mehr verschlossen. Jeder, der an Jesus glaubt, ist versöhnt mit Gott und darf ewig leben. Auch wenn die Umstände im Leben manchmal nicht so schön sind, gilt unsere Botschaft: Fürchte dich nicht, Friede sei mit dir.